Hallo, ich lese das Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Das ist das hier aus dem Schattauer Verlag. Und ich bin angekommen im Kapitel 4 Führungskräfte und Antisozialität. Und zwar im zweiten Abschnitt, 4.2, pathologische Führung, Manager und Leader. Pathologisch heißt an der Stelle krankhaft. Also krankhafte Führung, Manager und Leader, pathologisch immer krankhaft. Gut. Erstreckt sich über 54, 55, 56, 57. Sind ungefähr genau 4 Seiten. So, ist also ein bisschen länger. Pathologische Führung, Manager und Leader. Nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes wird rund ein Drittel aller Wirtschaftsdelikte von Mitgliedern des Top-Managements begangen. Kurana hat eindrücklich auf die Gefahren durch die in den letzten Jahren mit immer größerer Macht ausgestatteten Chief Executive Offices, CEOs, hingewiesen. Er beschreibt ihre Ausstattung mit charismatischer Befähigung, ihre Isolation, in Klammern Closed Ecosystem, Klammer zu, irrationale Entscheidungen, das Übergehen von unternehmerischen Traditionen. Und stellt schließlich eine Verbindung zu diesem Phänomen und einigen wirtschaftlichen Zusammenbrüchen der letzten Jahre her. Er weist darauf hin, dass mehr Aufmerksamkeit auf Talente, die aus den Unternehmen selbst kommen, gelegt werden sollte, die vielleicht über weniger charismatische Ausstrahlung verfügen, aber dafür über eine tiefere Erfahrung. Hinzu kommt, dass durch diese Fokussierung auf charismatische Macht der Markt der potenziellen CEO immer kleiner wird. Führung hat mit Wissen, Ausbildung, sozialem Habitus und vielen anderen Faktoren zu tun. Inzwischen kam es jedoch zu einer Renaissance persönlichkeitsbezogener Ansätze, welche die individuelle Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Es erstaunt nicht, dass damit auch die Vorstellung der einen quasi angeborenen oder auf einer aus der Kindheit herrührenden Sicherheit fußenden und genialen Führungspersönlichkeit entstanden ist. Also, ich lese es nochmal. Es erstaunt nicht, dass damit auch die Vorstellung der einen quasi angeborenen auf einer aus der Kindheit herrührenden Sicherheit fußenden und genialen Führungspersönlichkeit entstanden ist. Das ist also das, was entstanden ist. Die Neuberger als die Great Man Theory der Führung bezeichnet hat. Great Man Theorie der Führung bezeichnet hat. Theorie steht da auch auf Deutsch. Das Problem wurde sicherlich auch dadurch angestoßen, dass man weniger den Manager als vielmehr den Leader suchte, um eine berühmt gewordene Gegenüberstellung zu verwenden, um eine berühmt gewordene Gegenüberstellung zu verwenden. Also man sucht weniger den Manager, vielmehr den Leader. Der Manager zeichnet sich durch seinen Sachverstand aus. Er ist im Grunde ein Technokrat betriebswirtschaftlicher Unternehmensführung. Sein Prinzip ist Kontrolle und Rationalität. Der Leader dagegen wird eher über interpersonelle und charakterliche Fähigkeiten definiert, die ihn befähigen, rechtzeitig intuitiv Veränderungsprozesse anzustoßen, Angst im Unternehmen zu containen, Probleme durch Befähigung der von ihm Geführten zu lösen und ein starkes Interesse an Entwicklung zu haben. Der Leader dagegen wird eher über interpersonelle und charakterliche Fähigkeiten definiert, die ihn befähigen, rechtzeitig intuitiv Veränderungsprozesse anzustoßen, Angst im Unternehmen zu containen,
Probleme durch Befähigung der von ihm geführten zu lösen und ein starkes Interesse an Entwicklung zu haben. Mit dem Leader sind also im Wesentlichen stärkere, mit dem Leader sind also in wesentlich stärkerem Maße Emotionen verbunden. Die Diskussion um die Zusammenhänge von Antisozialität und Wirtschaft sind dabei komplex. Antisoziales Handeln, das heißt etwa gewöhnliche Kriminalität, sollte nicht mit dem Wirken von narzisstischen und antisozialen Persönlichkeiten gleichgesetzt werden. Häufig fehlen saubere definitorische Unterscheidungen zwischen normalem Narzissmus und den Formen und Schweregraden des pathologischen Narzissmus. Bis zu einem gewissen Grad sind narzisstische Züge sogar Erfolgsfaktoren, bedeuten sie doch nicht selten Ehrgeiz und visionären Mut zur Veränderung. Schließlich ist es nicht einfach zu unterscheiden, ob ein bestimmtes Merkmal nicht auf Folge, in Klammern statt Ursache, der Macht sein könnte. Ein weiterer Aspekt betrifft den Punkt, dass nicht nur Individuen pathologisch organisiert sein können, sondern auch Gruppen und Organisationen. Hier wird angeführt, in Klammern Keats, de Vries und Miller 1984, wie aus den Arbeiten von S.H. Fulks, Foulkes und W.R. Bion bekannt ist. So, keine Ahnung, sagt mir alles nichts. Collins konnte anhand einer Analyse besonders erfolgreicher Unternehmen in den USA in den Jahren 1965 bis 1995 zeigen, dass besonders die Firmen überragende Erfolg hatten, bei denen sich die Führungsspitze durch die Kombination von persönlicher Bescheidenheit und professioneller Entschlusskraft auszeichnet. Jetzt ein Zitat in Klammern, Zitat Anfang. Führungskräfte, die bei Erfolg zum Fenster hinausblicken und bei Misserfolg in den Spiegel, Zitat Ende. Das sind die, die am erfolgreichsten waren. Dagegen waren bei 2/3 der in Klammern weniger erfolgreichen, Klammer zu, Vergleichsfirmen unter den Vorstandsvorsitzenden ausgeprägte Egozentriker zu identifizieren. In den Vereinigten Staaten wurde in den letzten Jahren der Begriff Toxic Leader geprägt, um Führungspersonen zu charakterisieren, die ihre Macht und Position missbrauchen und die Situation der Organisation, die sie leiten, durch ihr Handeln verschlechtern statt verbessern. Das Konzept wurde von verschiedenen Autoren herausgearbeitet und ist interessanterweise in Europa kaum bekannt. Genannt werden hier Goldman, Kellerman, Lipman, Blumen, McBoy und Price. Zu fragen wäre hier, ob die Sensibilität für das Thema in Europa nicht entwickelt ist oder ob sich das Problem selbst weniger stellt, entweder aufgrund von Berufskarrieren, die mehr formalisierte Legitimation, in Klammern Studienabschlüsse erfordern und weniger Self-Made-Karrieren erlauben. Das glaubt doch wirklich keiner. Wie viele Milliarden hat Schrempf jetzt eigentlich bei Mercedes versenkt? Schützen bei VW. Die von diesen Autoren beschriebenen Eigenschaften der Toxic Leaders wie Grandiosität, Perfektionismus, geringe Frustrationstoleranz, Arroganz, Impulsivität, oberflächlicher Charme, Tendenz, andere Personen zu entwerten oder zu manipulieren, fehlende Empathie, gleichen sehr stark den Eigenschaften, wie man sie in der klinischen Psychologie und Psychiatrie besonders für den pathologischen Narzissmus, die Psychopathie im Sinne der Psychopathie-Checkliste von Haare, Klammer zu,
und die antisozialen Persönlichkeitsstörungen beschrieben hat, in Klammern siehe Kapitel 18, Klammer zu. Narzissten wirken auf den ersten Blick oft sympathischer, wie empirisch gezeigt werden konnte, zum Beispiel bei Beck, Schmulke und Eckloff 2010. Und das heißt Back, Schmulke und Eckloff 2010. Betont wird, dass oft über eine autoritäre Führungskultur ein Klima der Kontrolle und Angst, in Klammern Culture of Fear, Klammer zu, verbreitet wird, das zu Ineffizienz führt. Dabei können die Formen von Inkompetenz und Rigidität bis zu Korruption und Destruktivität reichen. Auf den Punkt bringt es dieser Satz über eine Führungsperson aus der Literatur. Zitat Anfang: Er erzeugte ein Maximum an Angst bei einem Minimum an Signifikanz. Zitat Ende. Das ist aus Reed 2004, Seite 67. Während einige Ansätze, vor allem deskriptiv, die verschiedenen Formen moralischen Versagens bei Führungspersonen feststellen, sind solche Untersuchungen vielversprechender, die Verbindungslinien zwischen erwünschtem und erfolgreichem Verhalten und dessen Missbrauch darlegen. Price etwa zeigt, dass es zur Natur des Führens im Leadership auch gehört, für jeden Veränderungsprozess selbstredende Grenzen und Widerstände zu überwinden, was eben missbraucht werden kann. So, ich schreibe das, lese das nochmal vor, ich habe den Satz nicht verstanden. Price etwa zeigt, dass es zur Natur des Führens im Leadership auch gehört, für jeden Veränderungsprozess selbstredende Grenzen und Widerstände zu überwinden, was eben auch missbraucht werden kann. Ich verstehe den Satz immer noch nicht, ich bin dazu doof zu. Das ist auch ein Scheißsatz. Das ist hier nicht gut geschrieben. Von der produktiven zu der destruktiven Tabuverletzung ist es oft nur ein Schritt. Dammann bringt gewünschte Eigenschaften wie eine gewisse geistige Unabhängigkeit, Fruchtlosigkeit und Lust am Risiko ebenfalls in Verbindung mit gewünschten wie unerwünschten Aspekten von Leadership. Die Psychopathologie des Leaderships, das hat er bei Keats de Vries 2004 abgeschrieben, kann nur verstanden werden, wenn gestörte Persönlichkeit und die Möglichkeit zum Machtmissbrauch gemeinsam gesehen werden. Persönlichkeiten der Führer, Führungsstile, Gruppen und Übertragungsprozesse, Macht sowie Kultur und Strategien einer Organisation oder eines Unternehmens bilden ein komplexes, prozesshaftes Geschehen. In Klammern zu den Gruppenphänomenen siehe auch Brunel und Gentry und viele andere 2008, so, Klammer zu. Idealisierung und Spiegelung sind die typischen Übertragungsphänomene, die narzisstische Führer hervorrufen und erwarten. Kernberg hat deutlich gemacht, dass es sich bei narzisstischen Führungspersönlichkeiten nicht selten um, Zitat Anfang, hochintelligente, schwer arbeitende und auf ihrem Gebiet äußerst begabte und fähige Personen handelt, die jedoch narzisstische Bedürfnisse haben, welche ihr kreatives Potenzial für die Organisation dramatisch neutralisieren oder zerstören. Zitat Ende. Es finden sich einschüchternde im Sinne Heinz Kotus aus kindlicher Frustration herrührende Wutanfälle bei den Führern und umgekehrt Regressionen und Identifikationen mit dem Aggressor bei den Geführten. Es kann hier leicht zu einem Teufelskreis kommen. Die Geführten fürchten sich davor, etwa durch Äußeren von Kritik selbst zu den neuen Bösewichtern und damit zu den Opfern zu werden, und identifizieren sich mit dem Führer, der sich durch
Diese Gefolgschaft in seinem Tun legitimiert sieht. Gelegentlich endet dies dann in einer Palastrevolution, wo sich die Geführten aus Angst selbst an die Reihe zu kommen, gegen den Führer verbünden und diesen stürzen, was meist überraschend kommt. Auf die Rolle der Geführten nehmen auch Padilla, Hogan und Kaiser Bezug, die von einem Toxic Triangle sprechen. Toxic Triangle hat er von denen. Doppelpunkt. Narzisstisches Handeln führt zu destruktiver Führung, wenn narzisstische Führer auf Geführte treffen, die für ihr Verhalten empfänglich sind und ein passendes Organisationsumfeld vorhanden ist. Eine Schwierigkeit liegt sicherlich darin, dass es der Interpretation unterliegt, ob ein bestimmtes Verhalten als akzentuiert, aber noch normal bezeichnet oder bereits als gestört. So, nochmal. Eine Schwierigkeit liegt sicherlich darin, dass es der Interpretation unterliegt, ob man ein bestimmtes Verhalten als akzentuiert, aber noch normal bezeichnet oder bereits als gestört. So, jetzt verstehe ich es. Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass es von amerikanischer Seite, das heißt etwa vom Pentagon, und dann ist hier die Quelle angegeben, Versuche gab, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu pathologisieren, zumeist entweder als Asperger-Autist oder als Psychopath. So. In Tabelle 4.1 findet sich eine Gegenüberstellung von erwünschten pathologischen Führungseigenschaften, was die Dimensionalität und den Interpretationsspielraum beleuchtet. Okay, an der Stelle steht hier erwünscht und unerwünscht. Erwünscht ist Durchsetzungsfähigkeit, unerwünscht ist Rücksichtslosigkeit. Erwünscht ist Risikobereitschaft, unerwünscht ist der Hasardeur. Erwünscht ist der Charismatische, unerwünscht ist der oberflächlich Charmante und so weiter. Kann man sich mal angucken. Will ich jetzt nicht alles vorlesen. Grundsätzlich beeinflusst natürlich auch Macht selbst die Persönlichkeit. Folgende Faktoren können dabei von Bedeutung sein. Erster Punkt. Einsamkeit der Machtposition, unter anderem, weil sich frühere kollegiale Beziehungen verdünnen und man zunehmend isoliert ist. Zweiter Punkt. Sucht nach Macht und Angst vor Machtverlust. Das heißt, dass man so lange zu erreichen gesucht hat, wieder zu verlieren. Dritter Punkt. Das Gefühl und nicht selten auch die Tatsache von Neidern umgeben zu sein. Ein nicht immer leicht aushaltbares Gefühl. Vierter Punkt. Innere Leere. Fünfter Punkt. Fehlende weitere Aufstiegsperspektiven. So, weiter geht es im gleichen Kapitel Führungskräfte und Antisozialität mit den White Collar Criminals. Das wäre der dritte Abschnitt. Der ist auch nicht so lang. Tschüss.